Corona der Bastelzeit, heute mal wieder ein bisschen was aus dem Bereich Stromversorgung. Und zwar, ja, jetzt nicht direkt Stromversorgung, aber ich denke, ihr kennt alle sowas hier. Ja, eine Schieblehre oder Messschieber. Und das ist ein Gerät, damit kann man viele Sachen messen. Man kann einmal hier eine Dicke irgendwie messen, man kann einen Durchmesser messen von irgendwas innen oder bei den meisten auch hier unten eine Tiefe von irgendetwas. Und das hier, das ist einer von den vielen verschiedenen Modellen, die es gibt, die digital arbeiten. Das heißt, wir haben hier ein Display, wo wir das Ganze direkt genau ablesen können. Es gibt auch analoge, da kann man das Ganze hier ablesen. Das hier ist in vielen Fällen einfacher, als wenn man da sich merken muss, wie denn die Skalen bei analogen übereinander liegen müssen. Das hier ist jetzt ein bisschen teureres Modell, einfach weil es aus Metall ist. Die gibt es aber auch aus irgendwie so Carbonfaser, behaupten sie jedenfalls, für irgendwie ein paar Euro. Alle haben sie aber ein Problem gemeinsam, nämlich, ne, vielleicht hat es der eine oder andere schon erkannt, hier ist nichts auf dem Display. Ja, immer wenn man das Ding braucht, ist die Batterie leer. Das ist so ein kleines Problem, was ich mit den Dingern immer wieder habe. Und noch schlimmer, wenn wir hier mal aufmachen, das ist so ein wunderschönes Fach hier. Ich glaube, LR44 müsste das hier sein. Der Batterietyp, also eine Knopfzelle. Nicht unbedingt das, was man üblicherweise daheim rumliegen hat. So, wenn wir mal auf die Rückseite gucken, können wir auch noch mal grob sehen hier, was dahinter gehört. Batterie 1,5 Volt. Und 1,5 Volt ist also etwas, was wir eventuell haben wollen. So. Ich könnte jetzt natürlich hingehen, mir einfach eine Batterie kaufen, die hier reinmachen und dann wäre das Thema erledigt. Zumindest mal, bis ich das Ding das nächste Mal wieder brauche, weil, wie gesagt, wahrscheinlich ist das Ding dann wieder leer. Und auch wenn die Batterie nicht so viel kosten, es verursacht halt viel Müll. Einwegbatterien sind da nicht unbedingt das, was ich haben möchte. Also, hol mal einen Akku, irgendeine Lithiumzelle. Kann man natürlich tun, gibt auch ganz gute Möglichkeiten. Zum Beispiel, ihr kennt diese In-Ears mit Bluetooth vielleicht. Die laufen ja auch auf Batterie. Da sind ganz kleine Batterien drin und ich glaube, hier werden wir sie wahrscheinlich nicht reinbekommen. Aber im Zweifelsfall irgendwie dran kleben würde auf jeden Fall funktionieren. Und damit haben wir auf jeden Fall auch eine sehr gute Kapazität. Das heißt, das würde relativ lange halten. Aber Lithium-Akkus haben hier ein paar Herausforderungen und einen gewaltigen Nachteil. Die Herausforderung ist erstmal die Spannung. Lithium-Akku, wenn er voll ist, haben wir üblicherweise 4,2 Volt. Müssen wir entsprechend runterdrücken auf die 1,5 Volt. Ist natürlich machbar, zum Beispiel mit einem Linearregler, wie ich die hier schon mal gezeigt habe. Allerdings, wir brauchen auf jeden Fall zusätzliche Elektronik, auch weil wir eine Schutzbeschaltung üblicherweise haben wollen, die gegebenenfalls dann noch extern sein muss. Was aber viel größeres Problem ist, naja, ich benutze hier das Ding, ehrlich gesagt, relativ selten. Und entsprechend lange liegt das in der Kiste. Wir wissen jetzt ja schon, die ziehen offensichtlich irgendwie die Batterien leer. Also ich gehe davon aus, auch wenn er aus ist, wird das Ding noch Strom verbrauchen. Das heißt also, wir haben eine relativ hohe Abnutzung. Und das ist vor allen Dingen ein Problem, weil die Lithium-Batterie dann zwar leer läuft und eigentlich durch die Schutzbeschaltung ja gekappt wird, aber wir haben ja auch noch ein bisschen Selbstentladung. Das heißt, das Level von der Batterie sinkt immer weiter ab und sie bleibt relativ lange mit einem geringen Spannungsniveau liegen. Und das ist etwas, was sehr schnell die Batterien kaputt machen kann. Und entsprechend, ja, eine Lithiumzelle würde ich fast schätzen, dass die auch nicht ganz so lange hier drin durchhält. Insbesondere, wie gesagt, wenn es längere Zeit rumliegt. Wir haben hier aber noch eine andere Option. Und die hat damit zu tun, wie das Ding hier läuft. Wir haben hier nämlich eigentlich ja nur irgendeinen Sensor und ein LC-Display. Das sind beides keine Sachen, die viel Strom brauchen. Es ist natürlich etwas, was leer macht, weil es über einen langen Zeitraum ist. Aber naja, wir brauchen nicht ganz so viel, wenn wir es wirklich nur mal kurz benutzen wollen. Und einen Energiespeicher, wo wir ein bisschen was an Energie speichern können, da kennen wir doch etwas, oder? Nämlich Kondensatoren. Gerade Elektrolytkondensatoren haben ja doch schon ein bisschen was an Spannung oder Energie, die sie speichern können. Sie können sie über einen Zeitraum abgeben. Es ist nicht viel, aber es müsste ausreichen für ein Display und einen kleinen Prozessor. Und was der große Vorteil ist, sie sind schnell geladen und egal, wenn wir sie über längere Zeiten leer liegen lassen, sie nutzen sich dadurch nicht ab. Klar, Hitze, Alter kann ein bisschen Abnutzung machen, aber
deutlich geringer als bei Akkus. Der hier ist ein bisschen kleiner, 470 Mikrofarad bei 25 Volt. Da gibt es bessere Modelle und ein paar habe ich mir hier mal bestellt gehabt vor einiger Zeit. Das hier sind jetzt zum Beispiel 5,5 Volt mit, steht man nicht drauf, ah doch, da, 5 Farad. Das heißt also, der könnte 5 Sekunden lang 1 Ampere liefern. Das ist also schon eine enorme Kapazität, viel zu groß für jeden Anwendungsfall. Was ich auch noch habe, hier sind kleinere 5,5 Volt, ein halber Farad. Gibt die auch noch in anderen Bauformen, liegen hier auch noch alle irgendwo rum. Und ja, im Prinzip können wir so einen hier dran machen und hätten damit die Hälfte schon mal gelöst. Denn damit hätten wir jetzt einen Energiespeicher, der hier direkt einspeisen kann. Aber das funktioniert nur, solange wir den hier nur auf 1,5 Volt laden. Wir wollen den wahrscheinlich aber eher auf 5,5 Volt laden oder sagen wir mal 5 Volt. Einfach um mehr von der Kapazität hier drin zu nutzen. Also brauchen wir wieder einen Linearregler oder einen Schaltregler, der das Ganze runterdrückt. Haben wir ja schon gelernt, habe ich hier schon gezeigt. Da habe ich eine Lösung für, der das sehr effizient auf 1,5 Volt drücken kann. Also die Richtung ist überhaupt kein Problem und wir brauchen hierfür auch keine Schutzbeschaltung, nach unten jedenfalls nicht. Tiefentladung ist kein Problem. Das Ding halt hört dann halt einfach irgendwann wegen Spannung zu tief auf zu arbeiten. Das Einzige, was wir machen müssen, ist das Ding jetzt noch laden. Okay, wir wollen es auf 5 Volt laden. Da eignet sich dann natürlich USB. USB per Default 5 Volt. Eventuell einen Widerstand dazwischen hängen, dass der sich nicht wie ein Kurzschluss über das USB-Netzteil legt. Offiziell darf von USB bei einem PC, ich glaube, ohne Anmeldung 100 mA gezogen werden. Ich denke, das werde ich als Referenz nehmen. Und ja, dafür habe ich mir vor einiger Zeit Platinen designt. Die hatten wir sogar schon hier gesehen. Das sind nämlich diese hier. Die waren zu sehen, als ich den kleinen Linearregler gezeigt habe. Der kommt hier entsprechend auf dieses ganz kleine Footprint. Und hier ist alles Nötige drauf, was wir brauchen. Wir haben nämlich unseren Linearregler. Wenn ich den 1,5 Volt Linearregler drauf mache, kommt dann 1,5 Volt raus, was hier natürlich passt. Wir haben hier zwei Pads, wo wir den entsprechenden Kondensator dran machen können. Ist vielleicht nicht dasselbe Pin, derselbe Pinabstand, den wir jetzt eigentlich brauchen, aber das kriegen wir zurechtgebogen. Entweder hier die Through-Hole oder hier ist einer Plus, Rückseite einer Minus, dann können wir die so irgendwie sandwichen. Das ist dann eher was für so kleine Kondensatoren, wie hier sowas zum Beispiel hätten. Dann könnten wir die ja dann natürlich auf der anderen Seite hier so da einfach daneben löten. Und was wir ebenfalls haben, ist hier auf der Seite ein USB-Port zum Laden. Entweder Micro-USB oder USB-C. Und was wir eben haben, ist hier noch der Widerstand, den ich angesprochen habe, dass wir den Elko langsam aufladen, wobei langsam in Aircodes zu setzen ist. Ich gehe davon aus, dass es auch unter einer Minute, bis der komplett voll ist. Und ja, die Laufzeit, die ist dann eher davon abhängig, wie viel Strom das Ding hier zieht und mit welcher Spannung das Ding umgehen kann. Denn ja, bis so knapp über 1,5 Volt können wir natürlich runtergehen. Dann kommt dauerhaft 1,5 Volt hier an, so wie das auch eine volle Batterie machen würde. Dann würde aber ja die Spannung weiter sinken. Der Linearregler kann nur nach unten, das heißt also auch unsere Ausgangsspannung sinkt. Und wie viel von der Energie wir noch nutzen können, ist dann davon abhängig, was der hier kann. So, ich werde jetzt erstmal zwei kleine Messungen machen. Oder ne, ich habe die dumpfe Befürchtung, das werden größere Messungen. Das erste ist, einmal messen, wie viel Strom der hier zieht, mit welchen Spannungen der hier klarkommen kann. Also das Gerät hier einmal profilen. Und das zweite ist, dann einmal hier so einen aufbauen und gucken, was zieht der, wie schnell kann er laden, wie lange hält er mit ja, keiner Last dran. Und dann nochmal testen, wie lange hält er mit der Last, die wir hier erwarten, dran. Danach bauen wir das Ganze irgendwie zusammen. Die Platine muss natürlich dann hier irgendwie hin. Mal gucken, vielleicht, dass ich mir irgendwie hier ein 3D-gedrucktes Gehäuse für dahinter mache oder so. Da kriegen wir mit Sicherheit irgendeine Lösung hin. Und ja, dann haben wir hoffentlich hier am Ende meine kleine Schieblehre oder Messschieber, sonst gibt es wieder Ärger, der nicht mehr mit Batterie läuft, sondern mit einem Supercap, der halt schnell mal kurz durch Einstecken geladen werden kann und dann ausreicht, um mal ein paar Messungen zu machen. Bevor wir hier aber zu sehr ausarten, können wir hier das Ding schon mal zerlegen, denn wir müssen ja eh am Ende wahrscheinlich irgendwie ins Innere kommen.
mindestens an die Batteriekontakte, da käme ich zwar auch von außen dran, aber hey, was steckt hier drin? Schrauben oder so sehen wir nicht, aber was ich sehe, ist, dass das hier hinten ein Aufkleber ist und ganz ehrlich, die Umrechnung zwischen Gramm, Inch, Millimeter, was? Das ist irgendwie Bohrdurchmesser, ach, whatever. Wir brauchen diesen Aufkleber wahrscheinlich eher nicht. Also wenn der kaputt geht, ist nicht ganz so schlimm, wobei er scheint sogar am Stück abzugehen. Das macht es natürlich noch einfacher. Zack. Und darunter sind, Überraschung, ein paar Schrauben. Wer hätte es erwartet? Na gut, jeder, der sich wahrscheinlich ein bisschen mit dem Zeug auskennt. Aber gehen wir mal eine Runde Schrauben. Dann schauen wir doch mal, was das Geheimnis hier drin ist. Theoretisch sollte die Platte jetzt rausgehen. Es sind jedenfalls keine Schrauben mehr da. Da sind wir doch. Okay. Interessant. Wir haben offensichtlich hier zwei Schmutzfänger. Das hier ist eine feste Sache. Die Schraube drückt hier einfach gegen ein bisschen Metall, was dann blockiert. Vorne haben wir irgendwie was zum Aufkleben, keine Ahnung. Und hier ist unser eigentliches Board drin. Das ist sehr interessant. Wir haben hier normales PCB erstmal. Da sehen wir hier diese abwechselnden Streifen aus Metall, die irgendwie mit Vias verbunden sind. Was wir aber auch sehen, hier auf der anderen Seite gibt es nichts. Das heißt also, hier drunter, unter diesem Aufkleber, schätze ich, ist das auch, wird wahrscheinlich ebenfalls irgendein Metall sein, was dann abwechselnd ist. Wenn man von oben guckt, kann man es auch so ein bisschen erkennen. Hier ist auf jeden Fall irgendein anderes Metall an der Vorderseite als dahinter. Ich gehe davon aus, dass das auch ein PCB oder sowas ist. Und was hier gemacht wird, ist wahrscheinlich, ist jetzt reine Theorie, dass hier durch Induktion irgendwie ein Magnetfeld erzeugt wird. Und das wird dann hiermit verglichen, in welche Richtung sich das Ding bewegt. Das heißt natürlich, es ist eine relative Sache. Es gibt keinen Nullpunkt, aber wer die Dinger schon mal benutzt hat, weiß, die kann man so oft auf und zu machen, wie man möchte. Die kommen eigentlich immer auf Null raus. Also wird wahrscheinlich relativ flott abgefragt. Und ja, so können wir dann das erkennen. Was hier ein bisschen interessant ist, wir haben hier in der Mitte, wie gesagt, normales Material. Hier an der Seite allerdings auch, aber da hat man irgendwie das Ding abgefräst. Wahrscheinlich, um entsprechend dann hier drüber zu kommen, über diese Schlitten, die an der Seite sind und den Rückteil da halten. Sieht aber auf jeden Fall sehr seltsam aus, muss ich sagen. Nehmen wir das Board auch noch raus. Wir müssen ja eher an die andere Seite. Und da sind wir. Wir haben hier noch einen Button, der abhanden gekommen ist. So, sehr viele Sachen. Also einmal haben wir hier ein Display mit so einem typischen Zebrastreifen, auch wenn er ein bisschen krumm ist. Das können wir einfach so abnehmen. Drunter ist das, was irgendwie auch zu erwarten war, ein Blob. Ein sogenannter COP, also Chip on Board. Hier ist der eigentliche Silizium-Chip drauf. Der ist allerdings nicht, wie wir das üblicherweise kennen, hier von unseren normalen Sachen. Hier kennen wir es ja, dass die in so ein Gehäuse verpackt werden mit entsprechenden Pins zum Löten. Das wird hier nicht gemacht. Hier wird der reine Chip, der auch hier drin ist, auf das Board draufgeklebt und dann wird entsprechend ein kleiner, dünner Draht auf dem Chip festgeschweißt und dann direkt auf dem Board festgeschweißt. Das ist dieselbe Technik, wie auch genutzt wird, um hier so Gehäuse herzustellen, aber man hat halt das Gehäuse nicht außenrum, hat das Ding direkt auf dem Board, spart ein paar Cent. So, ansonsten, was wir haben, sind 1, 2, 3, 4, 5 Taster, wovon aber nur 3 nach außen gehen. Ich gehe mal davon aus, dass da eventuell noch ein paar mehr Funktionen sind. Was haben wir hier? Wir haben Inch, Millimeter, wir haben On, Off und Zero. Eventuell könnte ich mir vorstellen, dass es noch irgendwie ein Hold oder sowas gibt. Das findet man häufig, aber nee. Ich werde es jetzt nicht weiter ausprobieren. Das Ding macht alles, was ich von ihm erwarte. Von daher passt schon. Ansonsten, wir haben noch 3 Kondensatoren, um das Ganze hier zu glätten. Takte und dann das hier. Das sieht mir... Ja, das sind 3 Leitungen. Interessant.
Ich dachte jetzt, dass es ein Urart wäre, aber ja doch, könnte eventuell ein Urart sein, wenn das hier plus minus RXTX ist und dann außen die beiden irgendwie für einen Halter, für irgendeinen Verbinder. Aber, naja, wir wissen jetzt auf jeden Fall schon mal, wie das hier aufgebaut ist innen drin. Das müssen wir dann jetzt natürlich noch irgendwie verwursteln, dass wir damit sinnvoll messen können. Ich denke, ich werde die Batteriekontakte ablöten, Kabel dran. Dann mal gucken, hier sind so Löcher im Gehäuse drin, wofür auch immer die sind. Aber da kann ich nach hinten ganz einfach ein Kabel rausführen. Komme wahrscheinlich nirgendwo in die Quere. Und ja, das klingt nach einem Plan. Ich bin also hingegangen und habe mit dem Lötkolben die beiden Bleche, die üblicherweise die Batterie halten, entfernt, Kabel dran gemacht und das Ganze dann durchs Loch nach draußen buxiert. Hab dann gemerkt, oh, dann geht das Ding dummerweise nicht mehr zusammen. Also nochmal Retour und die Kabel dann doch vorne rausgeholt. Sieht nicht ganz so schön aus, aber dafür funktioniert es am Ende dann. Und wenn wir die Kabel schon dran haben, gerade ein Netzteil dran gehangen und mal geguckt und so bis 1 Volt ungefähr funktioniert es. Danach wird das Display zu schwach. Ehrlich gesagt ein bisschen höhere Spannung, als ich vermutet hätte. Ich hätte eher mit so 0,8 Volt gerechnet, aber mit 1 Volt kommen wir auch irgendwie klar. Spannung ist das eine, der Strom natürlich das andere. Der ist für uns auch ganz wichtig. Deswegen habe ich das Ganze hier an dieses Microcurrent angeschlossen. Das ist im Prinzip ein Helfer, um kleine Ströme zu messen. Und ich erwarte ja kleine Ströme. Und wenn wir uns das mal angucken hier, dann haben wir im eingeschalteten Zustand bei knapp 1,5 Volt ein Strom von in etwa 21 Mikroampere, schwankt immer ein bisschen hoch, ein bisschen runter, so Augenmaß würde ich sagen, 21 ist die Mitte. Also halten wir das als unser Ziel fest und gehen damit mal eine Runde rechnen. Also gehen wir mal ein bisschen auf Messwert-Safari hier. Ich habe den Linearregler geholt mit dem Supercap, habe am Eingang und am Ausgang entsprechend die Spannung hier gemessen über den Zeitraum. Und was ich auch gemacht habe, ist da natürlich USB dran gesteckt, einfach ein USB-Netzteil, um den Elko zu laden. Wir sehen hier vorne, es hat irgendwo bei 0 gestartet, ist dann sehr flott hochgegangen auf 5 Volt. Gucken wir uns gleich genauer an. Oder 5,09, also 5,1 quasi. Und das ist auch so Spannungen, die wir eigentlich erwarten. Normalerweise USB-Netzteile 5,1, 5,2 Volt um den Dreh. So, dann habe ich hier entsprechend ausgezogen. Das heißt, ab hier lief das Ding um 16.30 Uhr. Auf dem Supercap, ab da hat der entladen und wir sehen ja auch die Eingangsspannung, also die Spannung vom Kondensator, die hier in grün ist, geht immer weiter runter. Die 1,5 Volt am Ausgang bleiben aber konstant, bis hier hinten dann entsprechend die Spannung vom Elko so weit gesunken ist, dass das nicht mehr passt. Hat aber trotzdem weiter funktioniert bis hier hinten hin, da waren wir dann irgendwo bei einer Spannung von 0,5 Volt. Ist für uns aber nicht wirklich relevant, weil wir haben ja gelernt, wir müssen 1 Volt mindestens haben. Also irgendwo hier sind wir. Das heißt also, was hatten wir gesagt? 16.30 Uhr haben wir gestartet. Den ersten Wert haben wir erreicht um 20.30 Uhr, also nach 4 Stunden. Und die 1 Volt durchbrochen haben wir hier hinten. Das wäre dann irgendwo, ja, sagen wir mal 0.30 Uhr oder 0 Uhr. Das heißt also so knapp 8 Stunden Laufzeit. Das hier war jetzt allerdings wirklich nur der Linearregler. Es war keine Last dran. Mit einer Last sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Und wir wissen jetzt ja, wie viel Strom wir entsprechend brauchen. Also habe ich die ganze Messung nochmal gemacht mit einem entsprechenden Verbrauch, der dem entspricht, was wir auch an dem Dings hatten, an der Schieblehre. Das ist dann hier die. Hier haben wir gestartet. Lasst mal gucken, 16.10 Uhr. Wir sehen, es geht hier auch entsprechend runter und 1 Volt erreichen wir etwa hier hinten, sagen wir mal 21.10 Uhr rum. Also auch hier gute 5 Stunden, die wir an Laufzeit haben mit diesem Elko. Wir könnten also ohne Probleme auch was Kleineres verbauen und kriegen trotzdem eine sinnvolle Laufzeit raus. Und das bei einer Ladezeit von, lasst mal schauen, wir hier mal reinzoomen auf den Start, dann sehen wir, das ist wirklich nichts, was hier ist. Ja, muss das hier mal groß ziehen. Das sind sogar nur 2 Sample da. Das heißt also, was haben wir? Unter 2 Sekunden, sagen wir mal, hat der fast voll geladen, der Elko. Wir sehen, es geht dann noch ein bisschen weiter hoch über die nächste Zeit. Aber ich denke, wir können festhalten, wenn wir mal kurz USB reinstecken für 1-2 Sekunden, haben wir mehr als genug Laufzeit, dass wir da eine sinnvolle Messung machen können.
Klingt doch schon mal gut. Jetzt muss es nur noch in der Praxis klappen. Ich habe dazu hier mir ein Gehäuse gebastelt. Ich habe einfach ein Foto gemacht von der Schieblehre, die Form dann entsprechend in Inkscape nachgezeichnet und die SVG in OpenSCAD dann entsprechend in ein Gehäuse rumverwandelt. Hinten ist eine Aussparung für die USB-Buchse, vorne fürs Kabel, dass das durchgeführt werden kann. Ich werde mir jetzt nicht die Mühe machen, das irgendwie dann noch durchs Gehäuse zu basteln. Ansonsten nach unten zwei Löcher für die Schrauben, wobei ich nicht weiß, ob das funktioniert, weil die halt relativ kurz sind und ein bisschen versenkt sind. Wird schon passen. Also entsprechend alles zusammengesetzt, Kabel dadurch, festgelötet auf meiner kleinen Platine. Da habe ich auch schon den 0,5 Farad Kondensator dran. Und ich lege es einfach lose da rein. Das hält schon durch die USB-Buchse, weil die ein bisschen nach draußen steht. Deckel drauf, das ist wieder so ein Snap-Deckel, der einfach einrastet. Und dann ist das Ding auch schon am Stück. Und so sieht das Ganze dann fertig aus. Ja, es liegt nicht mehr gerade auf dem Tisch, aber ansonsten sollte das funktionieren. Hier unsere USB-C-Buchse. Hier hinten kommt das Kabel raus. Es drückt sich ein bisschen hier an der Seite. Die Wand hätte ich ein bisschen dicker machen sollen, aber funktioniert. Kiste sitzt super fest und ich kann auch jederzeit hier den Deckel wieder abnehmen, um an die Elektronik ranzukommen. Und wenn wir jetzt hier gucken, im Moment tut sich nichts, lag zu lange. Jetzt aber USB-C einmal anklemmen. Zack. Da sind wir schon. Funktioniert einwandfrei. Und wie gesagt, so nach ein paar Sekunden laden, haben wir genügend Strom, um das Ding auch mal locker irgendwie so eine Session lang benutzen zu können. Und das Ganze mit einem entsprechenden Kondensator. Das heißt, ohne wirklich Dinge, die sich größer abnutzen, sage ich mal. Wie zum Beispiel das bei einem Lithium-Akku der Fall wäre. Ich bin auf jeden Fall ziemlich zufrieden hier mit dem Umbau. Ja, kann man noch schöner machen. Gerade hier vorne, das mit den Kabeln sieht nicht so schön aus. Und die Box kann man mit Sicherheit auch machen. Eventuell könnte man sogar einfach hingehen und sagen, okay, der hier hält jetzt extrem lange, holen wir einen kleineren Kondensator, versuchen es möglichst klein zu machen, sodass, sagen wir mal, nur 10 Minuten oder so hält. Dann könnte man das eventuell sogar hier in diese Knopfzellenfassung reinkriegen. USB wird natürlich ein bisschen problematisch, aber ja, prinzipiell könnte das eventuell funktionieren. Muss man ein bisschen beim Design aufpassen, aber ich glaube, so Pi mal Daumen müsste das sogar machbar sein mit einer halbwegs akzeptablen Laufzeit. Ich kann jetzt hiermit fleißig, wann auch immer ich das brauche, messen. Wie ihr seht, an der Genauigkeit mangelt es mit Sicherheit nicht. Das ist auf 0,01 mm genau. Das sollte ausreichen. Und wie ihr seht, er läuft jetzt hier die ganze Zeit und das mit den paar Sekunden, die ich da eben gemacht habe. Und ich würde mal sagen, der tut jetzt offensichtlich auch ohne ständig Batterien zu tauschen. Immer dann, wenn ich es brauche, was er soll.